Heute werden wir einen neuen, verbesserten Grande 2020 Kinderwagen aufklappen. Im Set finden Sie einen Rahmen mit Sitz- und Sicherheitsgurten, Vorder- und Hinterräder, eine Sicherheitsstange und Zubehör, Getränkehalter, Schlafsack für Beine und Regenhülle. Okay, wir klappen den Wagen auf. Wir schieben das Schloss am Griff zur Seite und drücken den Knopf. Wir drücken den Griff an den Rahmen, um den Verriegelungsmechanismus zu entriegeln. Und mit einer Bewegung heben wir den Rahmen an, bis wir einen Klick hören. Der Kinderwagen ist aufgeklappt. Überprüfen wir, ob die Abdeckung an beiden Seiten des Wagens fest und mit dem Klettverschluss verbunden ist, die Haken in die Griffe geschoben und die Schnappverschlüsse geschlossen sind. Jetzt die Montage der Räder. Wir stecken die Hinterräder in die Achslöcher, bis wir ein Blockiergeräusch hören. Um das Rad zu entfernen, drücken wir die Taste und ziehen gleichzeitig das Rad heraus. Schieben Sie nun die Vorderräder in die Achse, bis Sie einen Klick hören. Um sie zu demontieren, halten Sie hier und schieben Sie das Rad. Sie können die Räder blockieren, um geradeaus zu fahren, indem Sie einfach den Ring bewegen. Auf diese Weise. Achtung! Vergewissern Sie sich vor der ersten Fahrt, dass alle Räder korrekt montiert sind. Wir setzen den Bügel in die Löcher an den Seiten des Rahmens ein. Sie kann einseitig geöffnet oder durch Drücken der seitlichen Knöpfe entfernt werden. Das Dach ist bereits montiert. Sie können den Verteilungsgrad durch Aufknöpfen oder Sippen anpassen. Die Bremse befindet sich zwischen den Hinterrädern. Um sie zu aktivieren, drücken Sie den Hebel, bis Sie einen Klick hören. Drücken Sie die andere Seite, um die Räder zu entriegeln. Die Rückenlehne in Grande lässt sich mit einer Klammer stufenlos einstellen. Um den Rücken zu heben, bewegen wir ihn nach oben. Zum Gehen, runterziehen. Die Fußstütze kann in 4 Positionen eingestellt werden. Drücken Sie die Einstelltasten an den Seiten und stellen Sie die Position ein. Wir schnallen die Sicherheitsgurte an. Wir verbinden die Schöße der Hüft- und Schultergurte und schieben sie in die Schnalle in der Mitte, bis wir einen Klick hören. Die Gurte müssen immer reguliert werden, indem Sie sie in den Plastikklammern verschieben. Genau so. Die Gurtschoner können zur Reinigung abgenommen werden. Wir lösen den Gurt und ziehen den Schoner ab. Und wenn wir die Gurte in einer anderen Höhe befestigen wollen, nehmen wir sie heraus und stecken sie in die entsprechenden Löcher in der Rückenlehne. Grande hat auch zusätzliches Zubehör wie eine Fußabdeckung. Es hat 4 Klettbänder an der Unterseite. Zum Befestigen schließen wir einfach den Klettverschluss am Sitzrahmen. Es gibt auch eine Regenfolie, die bei der sitzenden und liegenden Position zum Kinderwagen passt. Und auch einen Getränkehalter, den wir links in die Halterung schieben. Der Grande Kinderwagen kann mit einer Hand zusammengeklappt werden. Wir aktivieren die Bremse. Wir senken die Rückenlehne so weit wie möglich. Wir bewegen uns und drücken den Verriegelungsknopf am Griff. Und senken dann den Griff. Die Abdeckung kann abgenommen und in der Waschmaschine gewaschen werden, bis 30 Grad. Wir entfernen die Sicherheitsgurte und den Überrollbügel. Wir entfernen den Bezug vom Sitz. Lösen Sie die Druckknöpfe am Rahmen des Wagens und entfernen Sie die Haken von den Haken. Wir lösen nun den Klettverschluss an den Seiten des Kinderwagens und unter dem Sitz. Wir ziehen die Gurte, die den Sitz sichern, von den Schnallen. Denken Sie daran, vor dem Waschen alle Versteifungspolster zu entfernen. Der Sitz wird in umgekehrter Reihenfolge montiert. Versteifende Einsätze einlegen, den Sitz auf den Rahmen stellen, die Befestigungsgurte festmachen. Wir stecken den Gurt durch beide Schnallen, schieben das Ende des Gurtes in die Mitte und ziehen ihn fest. Wir befestigen den Klettverschluss. Wir stecken die Haken in die Griffe. Wir befestigen die Druckknöpfe. Wir schnallen die Gürtel an und den Bügel.
Fertig. Und das ist alles über Grande 2020. Schöne Spaziergänge.